Wir stehen jetzt vor der bunten Kuh. Hier findet gerade die Soli-Party für den Schulstreik von gestern statt. Bei dem Streik haben sich gestern bis zu 3000 Schülerinnen in Berlin versammelt am Alexanderplatz und sind bis zum Gesundbrunnen durch Berlin gezogen, um ihren Protest gegen Rassismus der AfD, gegen die Wahlerfolge der AfD auszudrücken und auch gegen den Rassismus von Staat, der durch Abschiebungen, durch Grenzkontrollen und durch die Unterbringung in Lagern von Geflüchteten jeden Tag staatlichen Rassismus produziert. Das Motivierendste an diesem Schulstreik für mich war zu sehen, dass der lauteste Block der Demo tatsächlich von den Geflüchteten war, von den Menschen, denen diese ganze Demo gewidmet ist. Dass sie zusammen mit SchülerInnen, mit Studierenden, sogar Lehrkräften aus meiner Schule gegen Rassismus, gegen die AfD, gegen die NPD demonstriert haben. Es waren so viele motivierende und gute Redebeiträge dabei. Die Stimmung war auf jeden Fall kämpferischer als auf dem letzten. Die Redebeiträge waren konstruktiv und gut und wir haben langsam das Partygehabe abgelegt. Es wurden die kämpferischen Parolen nicht mehr durch "Hey, kommt, lasst uns feiern" unterbrochen. An der Kurt-Schwitters-Oberschule gab es einen Banner-Job. Es wurden Transparente aus den Fenstern gehängt mit "Fuck Nazis", mit antirassistischen Slogans drauf. Denn für uns ist klar, in unseren Schulen ist kein Platz für Nationalismus, da ist kein Platz für Rassismus. Wir haben auch bei den U18-Wahlen gesehen, dass die AfD bei unter 18-Jährigen super abgelost hat, teilweise nur 3% bekommen hat. Was, glaube ich, ganz gut zum Ausdruck bringt, dass der Rückhalt für die AfD nicht unbedingt von Jugendlichen kommt. Und auch das haben wir gestern wieder eindrucksvoll gesehen. Es gab auch in anderen Städten Aktionen, in Bonn, in Fulda. Und ich denke, daran können wir anknüpfen und der AfD mal ordentlich den Marsch blasen. Die Jugend hat keinen Bock auf die AfD, die Jugend hat keinen Bock auf Rassismus. Und wir werden so lange auf die Straße gehen, bis es keinen Rassismus mehr gibt.